Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Mich hat wieder ein Tauschpaket erreicht, diesmal von der lieben Sandra. Ich habe es schon aufgeschnitten und ich möchte es jetzt mit euch zusammen auspacken, denn ich bin sehr neugierig. Es steht schon das ganze Wochenende hier und ich bin nicht zum Auspacken gekommen und ich bin doch immer so neugierig und aufgeregt und jetzt soll es endlich soweit sein. So. Von innen schaut es so aus. Da haben wir ein kleines Briefchen. Vielen lieben Dank, Sandra. Es ist bestimmt was für mich dabei. Und ich lese hier, dass ein Buch mit hier drin sein soll. Ja, da ist es auch. Da wühle ich mal. Von Thomas Montasser, ein ganz besonderes Jahr. Ein Roman. Den werde ich mir später mal etwas genauer anschauen, aber vielen lieben Dank. Jetzt bin ich nur viel zu aufgeregt, denn Duftis, oh mein Gott. Okay, greifen wir mal rein. Wohlfühlmomente, Lavender and White Woods, oh Gott, ich liebe den. Da fehlt nur ein kleines Eckchen, magst du den nicht? Ich finde den wunderschön. Das ist ein richtig toller, krautiger Lavendelduft. Ach, mit einem Hauch hellen Hölzern im Hintergrund. Also es ist ein leicht holziger Lavendelduft. Für jemand wie mich, der gerne stark hölzern düftet, ist das wirklich eine ganz minimale Holznote. Könnte von mir aus ruhig stärker sein. Trotzdem finde ich diesen Duft wunderschön. Danke sehr. Ich habe davon nämlich auch tatsächlich nichts mehr. Mega. Von Sweet Mamsell Sherry Cola. Das klingt jetzt nach was quietschig Süßem. Denn es sind ja meist so diese künstlichen Cola- und Sherry-Noten. Ja, es ist quietschig süß. Sherry steigt einem als erstes in die Nase. Das ist lustig, aber danach kommt tatsächlich sowas leicht prickelndes wie Kindercola. Also ich finde immer, diese Cola-Noten kommen nicht auf eine echte Cola raus, sondern eher auf eine Kindercola oder ein Cola-Wassereis oder ein Cola-Lutscher, so in diese Richtung. Ja, und genau so quietschig, künstlich, süß riecht das. Werde ich sicher gerne verdüfteln, allerdings muss bei mir für solche Düfte der Tag stimmen. Also das kann ein bisschen dauern, aber wenn ich dann Lust auf sowas habe, dann sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier von Heart and Home Spiced Mandarin. Den kenne ich noch gar nicht. Ist halb voll. Mochtest du wohl auch nicht. Okay. Also die Mandarine hätte ich nicht erkannt. Ich hätte eher auf eine Orange getippt. Und die Gewürze, also zumindest Sternanis, ist ja abgebildet. Nehme ich jetzt kalt nicht wahr. Das riecht für mich kalt jetzt nach einer leicht parfümigen Orange. Das ist spannend, den muss ich warm testen. Sehr, sehr spannend. Vielen lieben Dank. Von Duftlovers Zauberwald. Der heißt schon Wald, wird mir gefallen. Ich liebe Walddüfte. Komm her. Und so zwei Stücke von einer Tafel. Okay, der riecht jetzt gar nicht so waldig, wie ich gedacht habe. Aber vielleicht liegt der Zauber ja auch darin, dass er erst rauskommt, wenn ich ihn warm anmache. Ich könnte euch jetzt kalt gar nicht sagen, wonach der riecht. Muss ich warm testen. Also kalt nehme ich da jetzt nicht wirklich was wahr. Zauberwald. Müsste aber meins sein, weil Wald, wie gesagt, liebe ich. Von Wohlfühlmomente. French Lavender and Honey, Chamomile und Orange Blossom. Das klingt gut. Und das ist ein kompletter Triple Layer Bar. Die sind immer so hübsch, ne? Okay, den Lavender riecht man. Honig? Nicht explizit. Chamomile? Rieche ich kalt nicht raus. Orange Blossom hingegen wieder ein bisschen.
Aber ich glaube, dass der Warm bestimmt richtig, richtig toll wird. Ich mag diese Triple Layer Bars von Doris sowieso sehr gerne. Wohlfühlmomente, Blue Sugar. Ja, Blue Sugar sagt man ja nach, es wäre die männliche Variante von Pink Sugar. Ich empfinde ihn aber nicht. Jetzt habe ich schon wieder das Wachs in der Nase. Ich empfinde ihn aber links nicht als männlich. Es ist ein sehr süßer Duft. Er ist halt nicht so süß wie Pink Sugar. Er ist da schon was abgemilderter und etwas kühler. Aber für mich ist er nicht männlich. Aber man sagt ja immer so, Blue Sugar wäre so der kleine Bruder von Pink Sugar. Ist ein schöner Mischduft. Von Duftlovers, oh, Dove Dupe. Ich bin kein Fan von seifigen Düften, außer Dove. Dove mag ich tatsächlich. Ja. Ich finde, der riecht auch sehr authentisch nach Dove. Der hat dieses cremige, aber auch dieses seifige. Ja, finde ich gut. Mag ich. Vielen lieben Dank. Dann habe ich hier Coffee Mocha, Chocolate con Churros und Caramel Oatmeal von Sweet Mamsell. Chocolate. Oha. Jetzt bin ich gespannt. Schokolade ist immer so. Ah. Also so schaut das Melt aus. Okay, als erstes kommt mir dieser Kaffee Mocha in die Nase. So ein Kaffeeduft. Und dahinter riecht man aber tatsächlich schon Schokolade. Dieses in meiner Nase leicht muffige von dunkler Schoki. Ich weiß nicht, ob der Warm noch gehen wird oder nicht. Da muss ich mal ein Eckchen von testen. Ja, und den Rest gegebenenfalls weiter wandern lassen. Auf den ersten Schnupp überwiegt aber die Kaffeenote. Von Wohlfühlmomente, die Zimtzicke. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon einmal bekommen in einem Tauschpaket. Hatte ich aber noch nicht warm, weil Zimt. Ja, ich meine, den hatte ich schon im Tauschpaket. Zimt kommt bei mir erst wirklich Advent oder vielleicht eine Woche vor dem Advent. Dann kommen die. Also der ist für mich schon nicht mehr herbstlich, der ist für mich schon eher in die Weihnachtsrichtung. Muss also noch ein paar Wochen warten. Ich will mal. Traumdüfte Baby Powder. Ja, ich finde den schön. Riecht für mich unglaublich pudrig und unglaublich intensiv, wirklich nach Baby Powder. Für mich persönlich ist das auch der schönste Baby Powder. Ich habe noch keinen gefunden, der besser ist. Ich hoffe aber, dass ich bald zumindest einen gleichwertigen finde. Ja, Traumdüfte Ende des Jahres aufhört. Dann habe ich hier eine geköpfte Katze. Wohlfühlmomente. Birne mit Lavender Flowers. Und guck mal, das ist eine geköpfte Katze. Lavender Flowers liebe ich. Birne hatte ich von Doris noch nicht. Da ist die Katze ohne Kopf. Lavender Flowers ist schön. So eine krautige, fast schon ätherische Lavendelnote. Die Birne rieche ich kalt jetzt gar nicht. Ich nehme nur Lavender Flowers wahr und das Duftöl liebe ich. Vielleicht kommt die Birne im Warmzustand, werde ich sehr, sehr gerne testen. Lavendel geht für mich sowieso immer. Von Happy Melts, Mother of Dragons. Da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Wie riecht denn die Drachenmutter? Das ist erstmal so ein Stück von einer Tafel. Parfümig. Sehr, sehr parfümig. Schwer parfümig. Leicht orientalisch. Ein bisschen mystisch. Für mich auch sehr angenehm in meiner Nase.
etwas schwerer, parfümig, orientalisch, mystisch. Mehr kann ich dazu kalt nicht sagen, gefällt mir aber. Das ist ja cool. Lavender and White Woods und diesmal ein komplettes Melt. Du mochtest den wirklich nicht, oder? Ich muss nochmal dran riechen. Ich finde den schön. Danke. Mega. Wohlfühlmomente. Vintage Center. Also ein Weihnachtsduft. Und da sind Brittle-Stücke drin. Mit Sternen drauf. Guck mal, hübsch, oder? Ja, wonach riecht denn der Vintage Center? Auf jeden Fall riecht er schon mal sehr süß. Und da ist irgendwas Fruchtiges drin. Da ist aber auch irgendwas Herbholziges. Ich finde das gerade sehr schwer zu definieren. Es riecht nicht unangenehm. Der hat auf jeden Fall eine holzige Note, aber es ist kein maskuliner Duft. Und dann kommt da irgendwas Fruchtiges. Klassische Weihnachtsgewürze nehme ich kalt gar nicht wahr. Keine Ahnung, ob die drin sind. Ich werde es testen, riecht nicht unangenehm. Wohlfühlmomente, Salty Sea Air und Rose. Das müsste funktionieren bei mir. Den kenne ich von Doris so noch nicht. Zwei Stücke von einer Tafel. Ich rieche jetzt vor allem die Rose. Und die Rose riecht auch leicht verwässert. Aber so wirklich diese salzige Luft rieche ich kalt jetzt noch nicht einmal. Aber es riecht für mich wie eine sehr schöne, leicht verwässerte Rose. Mag ich. Happy Melts, Ella und Augenblick, ich brauche meine Brille, tut mir leid, dass ich da aus dem Bild musste. Ella und Kit Pink Sugar. Ja. Ui, das sieht aber nett aus. So ein Riesenstück von einer Tafel. Wonach riechst du? Er hat was Cremiges, leicht Seifiges sogar. Und irgendwas gemütlich Kuscheliges. Was Frisches, was Cremiges und gemütlich Kuschelig. Gefällt mir. Ah, da unten ist sogar noch ein Stück drin. Also es sind zwei Stücke in diesem Beutel. Ich bin sehr gespannt, wie der warm sein wird. Der hatte jetzt für mich, als hätte man so ein bisschen so eine Art Kaschmirduft mit irgendwas Frischem, vielleicht sogar Minzigem gemischt und noch irgendwas Cremiges beigetan. Interessante Mischung. Blende. Traumdüfte Pink Petal Tea Cake. Das ist ein Duft, dem stehe ich noch sehr gespalten gegenüber. Den hatte ich selber schon ein paar Mal. Ich finde die rote Schicht, die Pink Petal Schicht, traumhaft. Allerdings dieser Tea Cake hier unten hat für mich so eine ganz leicht muffige Note. Ich weiß nicht, ob zerlassene Butter drinnen ist oder Schokolade, aber irgendwas löst das bei mir in der Nase schon wieder auf. Wie gesagt, die rote Schicht, diese pinke Schicht finde ich ganz toll, die untere nicht. Entweder ich werde mir die untere Schicht wegschneiden und nur die pinke verwenden oder ich werde es weiter wandern lassen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Den Duft als solches, das ist nicht meiner. Dann habe ich von Yankee Candle Santa's Candy Castle. Den kenne ich gar nicht. Da habe ich jetzt auch gar kein Label vor Augen. Muss ich mal googeln. Da habe ich hier fünfmal so Herzchen drinnen. So. Da kommt mir als erstes eine Zimtnote entgegen. Aber keine so Bumm-Zimtnote, sondern
Eine leichte, angenehme, aber nicht zu bestreitende Zimtnote. Es ist ein süßer Zimt. Und dahinter ist noch irgendwas. Ich bilde mir ein, was Süßes, aber das kann jetzt auch sein, weil ich hier Candy Castle gelesen habe. Ne? Der Kopf macht ja direkt seine eigenen Geschichten. Es ist erstmal ein sehr angenehmer, süßer Zimtduft mit irgendwas dahinter. Ich weiß nicht, ob es wirklich Candy ist oder ob ich mir das einbilde. Wohlfühlmomente. Cool Coco Monoi. Ich glaube, den hatte ich schon einmal. Da habe ich einmal eine Ananas bekommen und einmal ein Röschen. Ja, das war dieser wunderschöne florale Duft, der aber auch so cremig ist wie eine wunderschöne Bodylotion. Den hatte ich schon einmal. Der ist einfach nur schön. Das ist für mich eine schöne, florale, sommerliche Bodylotion. Mag ich. Dankeschön. Wohlfühlmomente. Blue Hawaiian mit Fluffy Towels. Und, Moment, da ist das Schild. Und guck mal, ist das ein süßes Mädchen. Ich rieche hier irgendwas mit Kokos. Es hat diese cremige Kokosnote. Und Fluffy Towels rieche ich, glaube ich, auch raus. Es hat einen leichten Wäschedufteinschlag. Aber mit Kokos. Und ich glaube, noch ein paar Blüten sind dahinter. Ein paar florale Akzente. Finde ich gar nicht so übel für einen Wäscheduft. Also Wäschedüfte sind ja prinzipiell jetzt nicht meine liebsten Düfte. Ich finde sie aber auch nicht schrecklich, solange es nicht gerade Clean Cotton oder überhaupt diese puren Cotton-Düfte sind. Den finde ich sehr angenehm. Der ist auch nicht beißend oder stechend in der Nase. Es ist ein angenehmer Wäscheduft. Dann wühlen wir mal weiter. Marzipan Fresh Coffee von Wohlfühlmomente. Also DD steht, denke ich, doch mal für Dores Duftstübchen. Das ist Wohlfühlmomente. Marzipan Fresh Coffee. Zwei Stücke einer Tafel. Oh, geil. Oh, riecht der lecker. Oh mein Gott, also erstmal diese Kaffeenote ist unglaublich schön. Sehr authentisch und unglaublich schön. Kaffee ist bei mir auch oft so eine Sache. Ich mache einen Duft an, ich finde den eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde großartig und dann wird er irgendwie komisch. Und ich suche immer noch nach Kaffeedüften, die nicht so komisch werden. Der riecht kalt so angenehm. Ich hoffe, das ist er. Und diese Marzipannote finde ich mega. Das ist für mich ein herbstlich-winterlicher Kaffee. Mag ich. Den finde ich lecker. Dankeschön. Lavender White Woods. Der dritte. Ach, das ist ein Ding. Langsam habe ich den Verdacht, du mochtest den wirklich nicht. Yankee Candle Frosty Gingerbread. Ja, das ist ein Lebkuchenduft. Ne? Er ist nichts Besonderes, finde ich. Es ist ein Lebkuchenduft. Kann man im Advent sicherlich mal düfteln. Ich habe den jetzt schon viermal in der Hand. Ich beschwere mich nicht. Ich liebe diesen Duft. Ich bin nur überrascht, Sandra. Ich bin wirklich überrascht. Von Traumdüfte Nac Champa. Das ist, den kenne ich den Duft. Das ist ein sehr schwerer orientalischer Parfümduft. Ja, der hat hier aber schon ein bisschen nachgelassen. Am Popo riecht er noch ein bisschen stärker. Ja, Mai 19 gegossen. Muss ich bald aufbrauchen. Mag ich aber sehr gerne. Dankeschön. Lavender and White Woods. Ah, und hier kommt die Erklärung. Mir leider zu holzig, steht da. Die Erklärung, warum dieser Duft
so oft hierbei ist. Ich meine, ich finde das schön, dass er jetzt so holzig ist. Dadurch profitiere ich ja ihn. Ich liebe ihn. Ich finde aber, wie gesagt, die Holznote gar nicht so heftig. Also ich finde die viel heftiger in so Kombinationen wie zum Beispiel Lavender und Cedar. Also Zedernholz ist schon sehr stark. Oder auch von Yankee, der Dried Lavender and Oak. Auch diese Eichenholznote ist sehr stark. Dagegen finde ich hier diese hellen Hölzer sehr weich. Aber ich bin auch, wie gesagt, jemand, ich düfte halt sehr gerne holzig und maskulin. Und wer das nicht gewohnt ist, ja, der empfindet die Hölzer hier als sehr stark. Ich finde es aber gut, dadurch bekomme ich so viel von diesem tollen Duft. Vielen lieben Dank, Sandra. Ich freue mich wahnsinnig. Wohlfühlmomente. Warm Vanilla Sugar und Marshmallow Fluff. Ja, das wird was Süßes sein, was vielleicht sich warm, leicht parfümig entwickelt durch den Warm Vanilla Sugar. Total schön, die Farben, ne? So einem hell Babyblau und einem ganz hellen Rosa. Ja. Er riecht süß und ganz leicht parfümig und vanillig und mag ich. Ist im Grunde genauso, wie ich ihn mir jetzt auch vorgestellt habe. Duftlovers, Baby Powder und Lavender. Das kann nur gut sein, oder? Ich liebe Baby Powder, ich liebe Lavendel. Guck mal, der schöne Farbverlauf. Oh. Ja, mag ich. Der Baby Powder hier ist zwar ein wenig seifiger und weniger pudrig als zum Beispiel der von Traumdüfte. Aber es ist trotzdem eine schöne Note. Ach, und mit Lavendel, das geht. Das kann man durchaus mal machen. Mega. Du hast mir so voll die schönen Sachen geschickt. Wohlfühlmomente. Sugar Cookie Bomb. Und da habe ich hier so zwei Riesenbrocken drinnen. Ja. Zuckerplätzchen. Unglaublich süß, ein wenig teigig ist das, was draufsteht. Sugar Cookie Bomb. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, sonst geht gleich die Kamera aus. Wohlfühlmomente. Meet Me in Paris. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal. War das dieser schöne Parfümduft? So aus. Ja, das ist der. Oh Gott, der ist so schön. Der ist parfümig, der ist süß, der ist cremig. Der hat irgendwas Fruchtiges drin. Und der ist einfach nur wunderschön. Oh, gebt mir eine Bodylotion, die so riecht, bitte. Oh, wunder, wunderschön. Ein toller Duft. Wohlfühlmomente, ich glaube, du bestellst sehr viel bei Doris, ist Grapefruit Vanilla. In dieser Form, zweifarbig, hinten ist es ein bisschen grün. Oh, der ist aber lecker. Die Grapefruit ist zwar als solche noch zu erkennen, die hat aber nicht mehr dieses herbspritzige, sondern die ist jetzt durch die Vanille total süß. Und cremig. Eine großartige Mischung. Hat so ein bisschen was wie diese Dreamsicle Eis. Nur statt Orange ist halt Grapefruit drin. Ja. Finde ich sehr gut. Und ich glaube, jetzt muss ich die Kamera mal neu starten. So, weiter geht es. Honey Almond und Vanilla Bean Noël von Wohlfühlmomente. Habe ich hier zwei wie so Sahneklexer. Ja. Also die Mandelnote von Honey Almond ist sehr marzipanig. Den Honig als solches rieche ich nicht. Und auch Vanilla Bean Noël nehme ich jetzt kalt nicht wahr. Es riecht ein bisschen wie Marzipan mit Schlagsahne. Aber ich mag Marzipan.
Deswegen werde ich das hier auch mögen, denke ich. Wohlfühlmomente. Lemon Poppy Seed mit Sweet Bakery Dough. Das sind gleich drei Stücke. Ups, von diesen Tafeln. Die Zitrone nimmt man wahr und auch diese Gebäcknote, das hat für mich so ein bisschen was wie ein Lemon Pound Cake, nur nicht so intensiv in der Zitronennote. Und die Teignote ist weniger ein Cake als mehr ein Plätzchen. So ein bisschen wie so Zitronenkekse. Ich denke, das wird in Ordnung sein, warm. Finde ich jetzt nicht unangenehm. Und ein bisschen ist noch. Von Wohlfühlmomente. Strawberry. Mochi. Mochi. Keine Ahnung, was das heißt oder was das ist. Klärt mich sehr gerne auf. Das sind hier drei so, ich nenne sie jetzt mal so halbe Ostereier. Es riecht auch nach Erdbeer, aber da ist was bei. Nur was ist es? Riecht für mich fast, als wenn da eine Teenote bei wäre. Es ist eine künstliche Erdbeere, die ist aber abgeschwächt durch irgendwas, was für mich in meiner Nase jetzt fast ankommt wie eine leichte Teenote. Der ist aber bestimmt gar nicht drinnen und ich rieche wieder nur Unsinn. Ich muss es ausprobieren. Dann haben wir hier Almond Macaron, Pie Crust und Birthday Cake von der Wachsmacherei. Gucken wir mal. Guck mal, so voll süß, oder? So ein Macaron. Och, auch der ist wieder marzipanig durch dieses Almond-Zeugs. Pie Crust, weiß ich gar nicht, wie das riecht. Und Birthday Cake, ja, er hat schon eine sehr, sehr gebäckige Unternote. Aber da kommt halt dieses Marzipanige durch, das finde ich super. Ist für mich ein Duft, der in den Advent gehört. Ja. Duftlovers, Prinzessin frisch und pudrig. Hier zwei von diesen Melzbrockenstücken. Da ist wieder Babypowder drin, oder? Aber mit was? Babypowder mit irgendwas gemischt. Ein Wäscheduft? Ich weiß es nicht. Für mich überwiegt jetzt erstmal diese Babypowder-Note. Wohlfühlmomente. Sugar Rush. Vanilla Sugar Dusk und Bedtime Bath. Klingt jetzt erstmal sehr süß und Bedtime Bath ist eigentlich so ein richtig schöner, beruhigender Kuschelduft. Das ist ja irre. Man riecht Bedtime Bath tatsächlich noch raus. So ein schöner, entspannender, runter, komm, Wohlfühlduft. Oh Gott, meine Nachbarn fangen an zu bohren. Ich hoffe, ihr hört es jetzt nicht. Und wenn, lasst euch bitte nicht davon stören. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Ja, auf jeden Fall ist dieser Bedtime Bath tatsächlich um einiges süßer, als ich ihn kenne. Ist aber nicht unangenehm. Riecht eigentlich sehr gut, so kalt geschnuppert. Duftlovers, Deep Sea Minerals. Den hatte ich auch gerade jetzt erst in meinem aufgebraucht. Den fand ich toll. Ich weiß nicht, wonach der riecht, aber ich habe den sehr genossen. Ja, das ist so ein schön frischer, aquatischer, aber auch cremiger Duft. Große Klasse. Oh. Mag ich voll gerne, jederzeit. Den liebe ich. Dankeschön. Mein Gott, du hast mir so schöne Sachen geschickt. Wohlfühlmomente, Bedtime Bath, Baby Powder und Tahitian Tiare Flower.
wieder so ein schönes Röschen. Hier geht Bedtime Bath ein bisschen unter. Ich rieche einen Hauch Babypowder. Und diese Tahitian Tiare Flower auch angehaucht. Alles in allem ist das sehr cremig. Ganz leicht floral cremig. Wieder wie eine richtig tolle pflegende Lotion. Wohlfühlmomente. Warm Vanilla Sugar und Vanilla Custard. Das ist jetzt diese Sache. Vanilla Custard ist nicht mein Öl. Bei keiner der Gießerinnen. Ich weiß nicht warum. Ich esse gerne Vanillepudding, aber ich mag diese Vanilla Custard Düfte meistens nicht. Okay, hier rieche ich den Vanilla Custard aber zum Glück gar nicht mal raus. Er riecht vor allem nach Warm Vanilla Sugar. Und das ist für mich so eine leicht parfümige Vanillenote. Sehr angenehm. Ja, den kann ich warm testen, trotz Custard. Der ist für mich nämlich quasi gar nicht existent. So, ein paar Sachen kommen schon noch. Duftlovers Darjeeling Jasmine Tea. Das klingt, als wenn das jetzt was für den Herbst wäre. Ist so ein halber Pott. Oh ja. Oh ja. Ein wunderschöner, sanfter Tee. Total behaglich und für mich hat Tee auch immer so was Kuscheliges. Wahrscheinlich, weil meine Haupt-Tee-Trinkzeit tatsächlich im Herbst und Winter ist, wenn es draußen ein bisschen kühler ist und stürmt und regnet. Und deswegen hat Tee für mich so was Gemütliches. Den mag ich, der wird jetzt im Herbst dran glauben. Dankeschön. Der ist toll. Duftlovers Badezeit. Auch hier wieder zwei Stücke von diesen kleinen Melzbrocken hier. Oh ja. Das riecht aber toll. Gib mir den Badeschaum, benutze ich. Es ist leicht kräuterig, aber es riecht nicht wie in einem Erkältungsbad oder so. Es hat nicht diese ätherischen Noten. Es ist nur leicht kräuterig und cremig und frisch. Und riecht total angenehm. Da würde ich definitiv drin baden in so einem Duft, ja. Jamaican Vanilla Coffee Aloha und Aloha Coconut von Sweet Mamselle. Wieder ein Kaffeeduft. Es ist allerdings ein sehr weiches Wachs. Sieht so aus. Das ist nicht meiner. Nee, das ist nicht meiner. Ich weiß nicht, diese Kaffeenote mit Kokosnuss passt für meine Nase nicht zusammen. Der hat für mich was Unangenehmes. Den muss ich weiter wandern lassen. Tut mir leid. Happy Melts. Lovely Heather, Pink Sugar und Honey. Klingt rein vom Titel auch, als wenn es ein Herbstduft wäre. Sieht ganz hübsch aus. Ich würde sagen, das ist auch herbstlich. Man riecht den Honig recht gut raus. Und man riecht diese floralen Akzente gut raus. Interessanterweise geht Pink Sugar hier unter. Dabei riecht man in total vielen Düften, die Pink Sugar enthalten, finde ich gerade Pink Sugar immer raus. Hier geht er tatsächlich unter im Kaltzustand. Ja, es ist ein floraler Honigduft, also süß floral. Passt sicher sehr gut in den Herbst. Duftlovers Winter Wonderland. Sieht so aus. Oh, das ist aber einer von den Duftlovers Düften, bevor Sarah das Wachs gewechselt hat, nicht wahr? Ich habe hier nämlich die Essignote. Und deswegen rieche ich ganz ehrlich nichts anderes.
Das war eine Zeit, da hatte Sarah noch ein anderes Wachs benutzt, das für meine Nase nicht gut ist. Das empfindet ja auch jeder anders. Ich rieche da nur Essig. Das Wachs, was Sarah jetzt benutzt, ist viel schöner und seitdem liebe ich Sarahs Düfte wirklich. Der muss weiter wandern. Ich rieche da nur Essig. Ice Flower, Vanilla Cake und Chocolate Dough. Chocolate. Okay. Werden wir mal testen. Bis zu zwei Stücke. Okay, die Schokolade ist jetzt nicht ganz so tiefdunkel. Aber sie ist da. Dazu eine leichte Gebäcknote und was Vanilliges. Ich weiß nicht, es könnte gut gehen, aber das ist jetzt nicht der Duft, der mich so flasht. Ich denke, dass ich den auch weitergeben werde. Und mein Nachbar fängt mich jetzt an zu ärgern. Oh Gott, ich hoffe, dieses Gebohre ist nicht so laut im Video. Wohlfühlmomente mit Springtime Baby. Und es klingelt. Augenblick, ich muss erstmal die Tür öffnen. So, das war der Paketbote. Wir waren bei Wohlfühlmomente Springtime Baby stehen geblieben. Oh, der riecht sehr schön. Cremig, floral, mehrere Blumen drinnen, würde ich sagen. Ich bin kein Botaniker, ich kann euch nicht sagen, welche Blumen da alle drin sind, aber es sind mehrere. Es riecht sehr schön. Springtime passt. Der muss dann allerdings noch jetzt ein halbes Jahr liegen, bis zum nächsten Frühling. Dann habe ich hier Traumdüfte, Zucchini Bread, yummy, mit Sugar Milk. Ups. Und schon lasse ich es fallen. Tut mir leid. Ich glaube, mit Sugar Milk kenne ich Zucchini Bread noch nicht. Nun komm. Also er riecht fast unverfälscht nach Zucchini Bread. Das Ganze allerdings viel zuckriger. Mega schön. Danke. Liebe Zucchini Bread. Mein liebster Foodie-Duft. Und das in fast allen Varianten. Traumdüfte Muscadin. Ich glaube, den kenne ich nicht. Nee, den hatte ich noch nicht. Aber jetzt typisch Traumdüfte, das ist ein sehr, sehr weiches, schmieriges Wachs. Ich habe keine Ahnung, wonach Muscadin riecht. Ich weiß nicht, was ich hier rieche. Ich finde es jetzt aber auch nicht so schön. Es ist nicht ekelig, aber auch nicht so schön. Ich denke, auch der wird weiter wandern. Duftlovers, Baumwollblüte, Peony. Wie süß, guck mal, von der einen Seite und von der anderen. Ist das nicht niedlich? Oh, der ist schön. Und der ist schön, das ist wirklich die perfekte Mischung aus einem Wäscheduft. Die Baumwollblüte ist kein bisschen beißend, stechend und auch nicht aufdringlich. Und die Pfingstrose ist auch nicht mehr so, aufdringlich ist auch das falsche Wort, aber wenn ihr Rosendüfte nicht gewohnt seid, dann findet ihr wahrscheinlich Peony sehr heftig. Und das ist hier schon richtig runtergedrosselt durch diese Baumwollblüte. Und der Mix ist einfach perfekt. Das ist ein wunderschöner, leicht floraler, sanfter Wäscheduft. Ja, so dürfte auch meine Wäsche sehr gerne riechen. Mag ich. Dankeschön. So, noch drei Düfte und dann sind wir durch. Von Duftlovers Winter Nights. Das sind hier so zwei Bröckchen. Oh. Ich habe jetzt gedacht, es kommt was sehr Frisches, vielleicht Maskulines. Aber hier kommt was ganz tief Dunkles. Hier ist Leder drinnen, würde ich sagen. Leder oder Wildleder.
Dadurch bekommt er auch eine maskuline Note, aber er ist nicht so frisch, wie ich dachte, sondern er bekommt eher so einen edlen, schweren Tiefgang. Oh, den mag ich. Ich glaube aber, dass der nicht für jeden was sein wird. Ich finde ihn jedoch gut. Traumdüfte Fireside. Den kenne ich, den finde ich nicht ganz so gut. Obwohl ich ja Fireside-Düfte mag, das sind zwei Pfötchen. Ich finde, das hier ist allerdings vor allem eine Zimtbombe. Und er riecht nicht rauchig, sondern vor allem zimtig. Ja, werde ich also entweder weitergeben oder aber im Advent mischen als Zimtduft. Ein bisschen Zimt im Advent ist immer gut. Und das letzte ist von Scentsy Almond Cream. Ein Testerchen. Ja, der ist zartfudi. Und die Mandel finde ich jetzt nicht ganz so marzipanig, sondern ja, richtig nussig ist sie auch nicht. Sie ist nur ein Mittelding. Aber irgendwie ist das Ganze sehr sanft oder der Tester ist mittlerweile sehr sanft. Ich habe schon drüber gerieben. Finde ich nicht unangenehm. Muss ich mal gucken, ob der stark genug ist, um einen Raum zu bedüfteln. Aber unangenehm ist der Duft nicht. Und das mag ich. Und damit ist der Karton leer. Liebe Sandra, du hast mir so schöne Sachen geschickt und vor allem so hochwertige Sachen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Vor allem für diese ganzen Lavender White Woods. Ich finde das toll. Du hast so schöne Düfte ausgesucht. Und du hattest ja Sorge, dass die nichts für mich sein könnten. Wirklich aussortiert zum Weitergeben habe ich tatsächlich, jetzt fällt er runter, tatsächlich nur vier Stück. Und das ist doch eigentlich ein guter Schnitt. Ja, es hat mir sehr, sehr gefallen. Ich hoffe, du fandst das Paket von mir auch schön. Und alle anderen, hoffe ich, hatten ein bisschen Spaß mit mir zusammen auszupacken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Kommt gut durch die regnerischen Tage jetzt. Macht's gut. Bis demnächst mal wieder. Tschüssi.